Hallo Leute, ich habe heute wieder ein neues Video für euch und zwar gibt es heute einen Haul. Ich war nämlich ein bisschen einkaufen mit der Begründung, dass ich neue Hosen brauche. Ja, ihr wisst ja, wie wir Frauen so sind. Wenn wir sagen, ich brauche zwei neue Hosen, kommen wir zurück mit einer Hose, wenn überhaupt, fünf Oberteilen, drei Jacken, vier Paar Schuhe und sechs Schals und zwei Unterhosen. So schlimm war es diesmal Gott sei Dank nicht bei mir, aber ja. Nur Hosen sind es dann doch nicht geworden. Aber ich würde sagen, ich zeige euch die Sachen einfach mal. Wisst ihr, meine Katzen sind so zerstörerisch. Guckt euch diese Tüte an. Seht ihr das? Das ist nicht mehr normal. Die... Nee. Vor allem, die dürfen nicht mal richtig ins Schlafzimmer rein. Sprich, die sind vielleicht manchmal für eine Stunde oder so hier drin. Und in der Zeit schaffen die sowas. Auf jeden Fall war ich bei Only und habe mir da die erste Hose gekauft. Ja, Leute, Hose. Anfangs war ich noch richtig straight. Ich brauche Hosen. Auf jeden Fall ist das so eine ganz schlichte Jeans. Und hinten sieht sie so aus. Und diese Hose habe ich genommen in der Größe 27/30. Ich kenne mich mit diesen Zahlen wirklich null aus. Deswegen, ich frage jedes Mal die Verkäuferin, aber dieses 27/30 passt eigentlich ganz gut. Und die Hose ist nicht so lang, das finde ich auch ganz gut. Und hat hier so einen Reißverschluss, deswegen kommt man da auch besser rein. Weil ich habe relativ kurze Beine, deswegen kann ich nicht so 10 Meter lange Hosen tragen, weil die dann unten aussehen wie so ein Stau auf der A4. Okay. Und diese Hose hat 35 Euro gekostet. So, weiter geht es mit Teddy Whale. Und zwar habe ich mir da auch eine Hose gekauft. Diese Hose hatte ich schon zweimal und zwar sieht die so aus. Die ist ziemlich high-waisted und geht dann ganz normal runter und hat nur leichte kleine, ja, Löcher. Ah ne, hier ist ein ganzes Loch drin, ups. Auf jeden Fall ist das so ein richtig krasses Blau. Also wenn man jetzt die zwei Blautöne vergleicht, dann ist das halt so ein richtig, richtig knalliges Blau. Und ja, die Hose kostet halt eigentlich auch 36 Euro, aber die war jetzt im Sale für 20 Euro, deswegen konnte ich da nicht dran vorbeigehen, weil ich die Hose halt immer richtig geliebt habe, aber die ist mir halt jedes Mal hier, genau hier, Freunde, jedes Mal kaputt gegangen. Aber die wurde mir dann halt jedes Mal umgetauscht, aber irgendwann dachte ich mir so, komm, du bist jetzt schon dreimal dahin gegangen oder zweimal, langsam reicht's. Aber wie gesagt, jetzt habe ich die im Sale gesehen, deswegen habe ich sie einfach mal mitgenommen. Dann habe ich mir eine kurze Hose gekauft und ich muss euch sagen, ich habe nicht gesehen, dass die Sachen so durchsichtig sind. Also da war das Licht jetzt nicht so krass, dass man das gesehen hätte. Auf jeden Fall ist es so eine, ja, ich sag mal etwas schickere kurze Hose. Sitzt halt total locker flockig und unten ist sie so süß. Wisst ihr? Also unten ist sie so geriffelt irgendwie. Also nicht gerade abgeschnitten, sondern so geschwungen. Und ich brauche halt für den Sommer einfach so Hosen, die ich einfach so schnell drüber ziehen kann und nicht in so eine enge Jeans quetschen oder so eine enge Jeans-Shorts oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, sondern einfach so was Chilliges. Und die sieht dazu auch noch gut aus. Die hat 13 Euro gekostet und die habe ich in Größe 38 genommen, damit die einfach locker sitzt. Und das sieht sogar fast aus wie so ein Rock. Dann habe ich mir weiterhin diese Hose hier gekauft. Und ich muss euch sagen, ich bin eigentlich so ein Mensch, Trends finde ich anfangs eigentlich zu 90% hässlich. Frag mich nicht wieso, aber zum Beispiel Chokerketten, den Trend fand ich von Anfang an schön. Und diesen Trend mit diesen chilligen, ja, Jogginghosen, aber in schick, den fand ich direkt schön. Keine Ahnung warum. Und zwar ist die Hose halt auch so richtig locker, aber halt auch recht durchsichtig. Habe ich halt auch nicht gesehen, ne? Muss man halt ein schwarzes Höschen drunter anziehen. Dann klappt das schon. Die hat leider hier keine Taschen, aber hier vorne so Bändchen. Und die habe ich auch in Größe 38 genommen, damit das einfach locker sitzt. Halt wie eine Jogginghose. Ihr kennt mich, meine Jogginghosen nehme ich in XXXXXXXXXXXXL. Ne? Deswegen. Und die war auch nicht teuer. Die hat 16 Euro gekostet. So Leute, jetzt haltet euch alle fest. Ja Leute, ich war bei H&M. Und zwar war ich mit einer Arbeitskollegin shoppen und 99% der Menschheit geht ja bei H&M shoppen, deswegen bin ich da halt mit reingegangen. Und ich mag halt H&M nicht, weil die Klamotten sind alle so zu schick für mich und zu besonders, einzigartig. Also so dieser Style, so dieses Zara H&M, das bin nicht ich. Ich laufe eher so gechillt rum und so cool, lässig. So klar, auch manchmal schick, aber irgendwie die Sachen sind einfach nichts für mich. Ja, dann war ich mit ihr in Aachen im H&M und dann sagt sie so, ja, lass mal hochgehen. Ich so, hä, ist oben auch noch oder was? Die so, ja,
gehen wir so hoch und wir fahren gerade Rolltreppen hoch. Und ich gucke so und langsam sehe ich so alles, was da ist. Ich denke so, hä, wo bin ich hier denn gelandet? Das sah einfach null nach H&M aus. Und so eine Abteilung habe ich noch nie bei H&M gesehen, weil bei uns hier in unserem Kaff gibt es sowas nicht. Und da waren einfach coole Klamotten. Coole Klamotten, Leute, die ich noch nie in meinem Leben so gesehen habe. Also so richtig mein Style einfach. Und da habe ich dann ordentlich zugeschlagen, Freunde. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da aber nicht aus dieser coolen Abteilung, sondern aus dieser Standardabteilung, habe ich mir diese Hose hier mitgenommen. Und zwar ist sie so wie die eben, die schwarze, aber halt in beige und hat halt einen schöneren Stoff. Die hatte ich auch Taschen und ich habe auch ein Bild auf Instagram mit dieser Hose gepostet. Und ja, ich habe mich echt verliebt. Ich weiß auch nicht. Ich habe mich einfach so gar nicht getraut, diese Hosen so auch anzuprobieren. Aber dann dachte ich mir so, komm. Außerdem mag ich es auch nicht, bei H&M Sachen zu kaufen, weil dann irgendwie 50 Leute am selben Tag dieselbe Sache anhaben. Aber ich fand die Hose so schön, deswegen habe ich sie einfach trotzdem mitgenommen. Unten sieht sie so aus. Ach, und die habe ich auch in Größe 38 genommen. Und die hat 18 Euro gekostet. Dann, Freunde, habe ich mein Oberteil gekauft. Und ich dachte mir so, wenn ich schon Single bin, dann richtig. Das Oberteil sieht so aus. Mit diesem Oberteil und der Hose findet ihr dieses Foto da auf Instagram. Sehr gewagt, I know, aber das Oberteil ist so schön. Erstens, ich liebe diese Farbe. Zweitens, ich liebe diesen Samtstoff. Und drittens, sieht einfach geil aus. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, wann ich mich trauen werde, dieses Oberteil mal so in der Öffentlichkeit anzuziehen. Aber ich finde es einfach geil. Ist einfach so. Ist einfach geil. Ich liebe ja eh bauchfrei und irgendwie, wenn man das schön kombiniert, dann sieht das bestimmt auch nicht billig aus, sondern schön. Achso, das habe ich übrigens in Größe S gekauft und das hat 13 Euro gekostet. Ihr seht, es hat einen sehr, sehr tiefen Ausschnitt. Das Bild, was ich auf Instagram gepostet habe, da habe ich auch keinen BH drunter an. Aber irgendwie fühlt man sich dann so nackig. Also ich zumindest, weil ich das halt nicht gewöhnt bin. Und deswegen habe ich mir einen BH zu diesem Oberteil gekauft. Und den kann ich echt nur jedem ans Herz legen, Leute. Das ist ein Multifunktions-BH. Und der ist halt einfach so hautfarbend und hat dann hier hinten ist ja quasi nur mit so einem Band zusammen, was ihr dann so individuell verstellen könnt. Und das ist wirklich perfekt für mich, weil man kann das so eng ziehen. Das liebe ich, weil ich habe halt immer nur BHs mit einem riesen Umfang, was mir 50 Meter zu groß ist. Und das ist wirklich perfekt, man kann das so eng machen. Dann hat das hier zwischen den Cups so einen etwas breiteren Abstand, sodass ihr halt ein Oberteil mit einem großen Ausschnitt gut anziehen könnt. Und die Träger hier kann man halt auch nochmal extrem weit verstellen. Und das ist echt super, Leute. Dieser BH hat 18 Euro gekostet. Nee, was für 18? Nicht dumm? 20. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Klamottenteil. Und zwar ist es wieder ganz basic, aber fand ich richtig schön. Und zwar ist es dieses Oberteil hier. Ich glaube, mit dem Multifunktions-BH wird es nicht ganz so gut funktionieren. Auf jeden Fall ist es ein ganz normales Crop-Top. Und diese Farbe, dieses Royal-Blau oder wie man das auch nennt, finde ich so schön. Das hat nur 5 Euro gekostet in der Größe XS und ich liebe das. Ich liebe das, Leute. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Teil. Danke, Sabina. Meine Arbeitskollegin wollte in diesen No-Name-Laden da in Aachen rein, wo es so Schuhe und Taschen und sowas gibt. Und es war 5 Minuten vor 8 oder sowas, also 5 Minuten vor Ladenschluss. Und sie so, ja, ich muss auch nach Schuhen gucken. Und ich so, ja, okay. Dann sind wir reingegangen. Was ist? Sie ist ohne Schuhe rausgegangen, ich bin mit Schuhen rausgegangen. Auf jeden Fall fand ich die Schuhe einfach mega geil, auch jetzt so für den Sommer. Und zwar sehen sie so aus. Die sind halt so in ein Beige gehalten. Unten der Plateau und der Absatz sind so holzartig. Sind halt so ein bisschen wie Sandalen halt vorne gemacht. Und haben auch hier, das sieht man glaube ich jetzt nicht in der Kamera, so ein bisschen so Art rose-goldene Details. Also hier, das ist so goldig. Und ich finde so diese No-Name-Schuhe finde ich wirklich am geilsten, weil die kosten nicht so viel. Solche hohen Schuhe zieht man eh nie, also ich nicht oft an, wenn überhaupt irgendwo. Und deswegen brauchen die auch von der Qualität her gar nicht so krass zu sein. Und ich finde einfach, dass die schön sind. Ich finde immer Schuhe in so No-Name-Läden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese Schuhe findet. Also ich bin full in love, ey, wirklich. Heute an der Kasse im DM erzählt mir so eine Kundin, sie hat auf Facebook gelesen, dass ein Mädchen irgendwie geschrieben hat oder sowas. Boah, wie hat sie das nochmal gesagt? Ich habe Gliederschmerzen und Kopfschmerzen. Ich gehe in die Stadt und hole mir was dagegen. Schuhe oder so.
Ey, das könnte eins zu eins ich sein. Ja. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr glücklich über diese Schuhe. Und die waren auch gar nicht teuer. Die haben 22 Euro gekostet. So, das war es jetzt auch schon von diesem Haul. Ich habe mich mega gefreut, endlich neue Klamotten zu haben und endlich zwei neue Hosen, weil die letzten zwei sind mir in Tunesien ist mir einer am Arsch gegangen, davor ist mir einer am Arsch gegangen und zwar wortwörtlich am Arsch gegangen. Deswegen, ich brauchte dringend neue Klamotten und jetzt habe ich, also ich fand wirklich dafür, dass eigentlich mein Drang zu kaufen und zu shoppen sehr groß ist, fand ich, habe ich mich richtig gut zusammengerissen. Ich habe zwei vernünftige Jeans gekauft. Ich habe zwei diese chilligen, langen Hosen gekauft, eine kurze Hose, nur ein paar Schuhe und zwei Oberteile. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer Lieblingsteil ist oder war und ob ihr vielleicht mal Bock auf so ein Lookbook hättet, weil ich hätte echt richtig Bock. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben für mehr Haul-Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Oh.